Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn Gien mit Kakarot zur Erde geflogen wäre? Teil 26. Broly war nun wieder aufgestanden. Kakarot, Raditz und Piccolo gingen in Kampfstellung. Gien sagte, stopp, ihr braucht nicht mehr zu kämpfen. Kakarot war der anderer Meinung, jetzt oder nie. Gien ging zu Broly und schaute ihm in die Augen und lächelte ihn an. Broly fing auch an zu lächeln. So nahm Gien ihn in die Arme. Broly blieb ganz ruhig und machte nichts. Gien fragte Piccolo noch einmal, ob er Broly heilen könnte. Sie war sich auch wirklich sicher. Dieses Mal machte Piccolo es auch. Er fing an, ihn zu heilen, aber Broly knurrte ihn an. Aber Gien sagte zu ihm, bleib ganz ruhig. Er will doch nur deine Verletzung heilen. So wurde Broly wieder ganz ruhig. Raditz bezeichnete seine Mutter als Löwenbändigerin. Kakarot gab seinem Bruder recht. Broly war nun geheilt und wieder putzmunter. Natürlich ist seine Kampfkraft durch die Verletzung und Heilung auch gestiegen. Da er der legendäre Super Saiyajin ist, rechne ich bei ihm auch mehr. Darum ist sie nun 3,5 mal so hoch. Sie lag nun bei 157 Milliarden 500 Millionen. Broly schaute zu Kakarot und wurde wieder sehr zornig. Kakarot sagte zu seiner Mutter, siehst du, es war eine schlechte Idee, ihn zu heilen. Und jetzt ist er auch noch stärker als je zuvor. Gien fragte Broly, warum er ihren Sohn Kakarot so hasste. Broly sagte darauf, ich habe seinen Schreien all die Jahre im Kopf. Sie fragte sich, was für Schreie, und fragte Broly. Broly sagte, seine Schreie als Baby hat einfach nicht aufgehört und immer weiter geschrien. Alle schauten Broly komisch an, dass dies alles sei. Gien sagte zu ihm, das ist doch normal, das Baby schreien, das hast du auch viel gemacht. Broly sagte, wirklich, habe ich das gemacht? Gien antwortete darauf, ja, das hast du, und zwar sehr. Sie kicherte dabei. Du hast noch einiges zu lernen, Broly, sagte sie. Deine Kräfte zu kontrollieren, das musst du unbedingt lernen. Broly fragte sie, hilfst du mir dabei? Sie war natürlich damit einverstanden, ihm zu helfen. So wurde Broly ein Z-Kämpfer. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen, wie ich es mit Broly gemacht habe. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!